Nachdem ihr euch auf dem Papier euer Fließschema für die pulverförmigen Stoffe überlegt habt, sollt ihr nun das Ganze am Computer erstellen, damit ihr es ausdrucken könnt. Dazu habe ich eine Vorlage erstellt hier in diesem Programm Inkscape oder für das Programm Inkscape. Inkscape ist ein sogenanntes Vektorgrafikprogramm und am Ende soll das Fließschema dann etwa so aussehen. Das ist jetzt das entsprechende Fließschema für die Untersuchung der vier klaren Flüssigkeiten. So, eine kurze Erklärung, wie das Ganze kombiniert werden kann. Also zunächst mal habe ich hier verschiedene Objekte, die ihr euch nehmen und kopieren könnt. Dazu macht ihr das Folgendes. Ihr müsst hier diesen Pfeil aktiviert haben, dieses Pfeilwerkzeug. Dann klickt ihr ein bestimmtes Objekt an, das ihr kopieren wollt. Und geht auf Kopieren oder verwendet die Abkürzung Steuerung plus C. Steuerung plus C muss also zusammengedrückt werden. Auf einer englischen Tastatur steht da CMD wie Command. So, Steuerung C habe ich jetzt gerade gedrückt und jetzt halte ich die Maus irgendwo anders hin, den Mauszeiger und drücke Steuerung V. Und da wird genau unter dem Mauszeiger dieses Objekt, was ich eben kopiert habe, eingefügt. Das kann ich jetzt hin und her schieben. Das gleiche kann ich auch mit den anderen Sachen machen. Steuerung C, Steuerung V und verschieben. Bei den Pfeilen geht das ganz genauso. Steuerung C, Steuerung V. Wenn mir jetzt ein Pfeil zu lang ist, dann brauche ich ein anderes Werkzeug und zwar dieses hier. Und dann kann ich hier diese sogenannten Knoten anfassen und den Pfeil verlängern oder verkürzen oder eben auch schräg stellen, je nachdem, wie ich es brauche. Ich habe gerade die Ansicht vergrößert und verkleinert. Ich mache das immer mit Hilfe des Mausrades. Das ist also diese mittlere Maustaste, die man auch rollen kann. Und dazu drücke ich die Steuerungstaste, halte sie fest und tue dann das Mausrad bewegen. So kann ich also sehr bequem vergrößern und verkleinern. Wenn ich die Ansicht verschieben will, dann kann ich das hier unten beziehungsweise an der Seite machen. Steuerung, Mausrad zum Vergrößern beziehungsweise Verkleinern. Fehlt noch der Text. Es gibt keine einfache Möglichkeit, wie ich das so leicht hineinsetzen kann. Wir nutzen eine einfache Möglichkeit, wählen hier das Werkzeug zum Textobjekt erstellen und bearbeiten und klicken auf die Zeichenfläche. Leider ist am Anfang immer eine recht große Größe, also jedenfalls bei mir am Computer eingestellt. Ihr müsst dann eventuell ausprobieren, ob 20 ausreicht. Eingabetaste kann man drücken und nein, das war falsch. Also nochmal. Und jetzt habe ich diese Textgröße. Testtext. Und wenn ich jetzt nochmal woanders hinklicke, ist automatisch die Größe, die ich eben hatte, voreingestellt. Wenn ich also zum Beispiel die Größe 30 haben will, dann kann ich das übrigens auch so machen, dass ich hier das anwähle, hier auf Textobjekte gehe und wenn ich jetzt 30 auswähle als Schriftgröße, dann wird das entsprechend angepasst. Das ist aber für zwei Zeilen übereinander ein bisschen groß. Da müsste ich die Größe 20, glaube ich, verwenden. Also zumindest bei mir hier. Und dann kann ich eine Zeile und noch eine Zeile verwenden. So, den Text kann ich genauso verschieben.
wie die anderen Objekte. So, und so kann ich mir alles dann zusammenstellen. Ihr solltet ein wenig darauf achten, dass ihr auf dem Blatt bleibt. Und wenn es tatsächlich nicht klappt, dann könnt ihr, nachdem ihr alles gezeichnet habt, alles markieren und verkleinern. Wenn man dazu noch die Steuerungstaste drückt, dann verändert sich das Verhältnis von Seite und Höhe nicht. Das heißt, sie bleiben immer gleich skaliert. Wenn ich die Steuerungstaste weglasse, kann ich das Ganze auch sozusagen in der Breite und Höhe einzeln verändern. Und das sieht eigentlich nicht so gut aus. Ein wichtiger Befehl noch, falls ihr etwas aus Versehen falsch gemacht habt, könnt ihr das mit Steuerung Z rückgängig machen, eben hier zum Beispiel das Skalieren, und dann sieht es wieder so aus wie vorher. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch noch an mich wenden. Ansonsten sollte das eigentlich keine so großen Probleme bereiten.